hier und zu Hause. Zunächst möchte ich mich bedanken, dass ich hier überhaupt sprechen darf. Wie gesagt, bin ja nicht Mitglied, aber ich bin Zukunftspartner. Und das ist ein ganz wichtiges Wort und das war es schon fast 3 Jahre her, schon damals sehr wichtig, weil als Journalist ist mir schon aufgefallen, dass die NEOS sich vorgenommen haben, nicht einen Plan nur für die nächste Wahl zu haben, sondern dass eben an morgen, an übermorgen gedacht wird, dass es um Konzepte geht, die Österreich wirklich besser machen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe immer gesagt, wir sind Teil der glücklichsten Generation, die je in Österreich gelebt hat. Das beziehe ich jetzt auf mich, auf die Leute, die im Westen aufgewachsen sind. Ich habe vor kurzem mit Selma gesprochen, eine von vielen Flüchtlingen, Vertriebenen, die nach Österreich gekommen ist. Schön, dass du da bist heute. Und natürlich hat sie ein ganz anderes Leben. Sie hat erlebt, was es heißt, wenn in dem Land Krieg ist. Und das führt uns jetzt natürlich auch in die Ukraine. Aber was uns verbindet, ist die Verantwortung, die wir haben, weil wir sehen, was passiert, wenn in einem Land Krieg ist, wenn wir sehen, wenn junge Menschen, alte Menschen vertrieben werden. Was mich am meisten gerührt hat, wenn eine Frau in einer U-Bahn-Station in einem Keller ihr Kind gebären muss. Das ist das, was Sie jetzt erleben. Und da haben wir die Verantwortung, die gemeinsame Verantwortung, jetzt für die Menschen in der Ukraine auch aufzutreten. Und ich sage euch was, Tim Snyder hat das vor kurzem auch geschrieben, man gibt uns jetzt eine kleine Pause, eine kurze Pause nur, wo wir sehen, wie wir uns weiter verhalten, weil Putin wird nach wie vor aggressiv sein. Und ich war in den 80er Jahren sehr viel beim politischen Aschermittwoch des Franz Josef Strauß. Und er durfte nicht 5 Minuten reden, sondern 1 Stunde oder länger, hat lange Vorlesungen auch zum Beispiel über Wissenschaft, über Atomenergie gehalten. Und er hat immer gesagt, eines beruhigt ihn bei den Sowjets, bei aller Ablehnung des Kommunismus, sie sind risikoavers. Was wir jetzt erlebt haben bei Wladimir Putin, er hat das Risiko gesucht. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es gewusst, wir hätten es wissen müssen. Er hat Georgien überfallen, er hat die Ukraine 2014 überfallen. Und was hat unsere Regierung nachher gemacht? Uns noch mehr abhängig vom Gas Russland. Das heißt, wir haben daraus nicht gelernt und jetzt haben wir noch kurze Zeit zu lernen. Aber auch das, die Andrea hat es gesagt, hat mich im EU-Wahlkampf ja sehr überzeugt, wenn die Claudia so mutig aufgetreten ist und gesagt hat, es geht jetzt darum, dass wir ein gemeinsames EU-Heer, dass wir gemeinsame Verteidigung machen. Da geht es wieder um die Zukunft Österreichs und da geht es wieder um längerfristige Pläne. Und wenn ich mir anschaue, was macht die Bundesregierung redet von Neutralität. Also gut, die ist verfassungsmäßig festgeschrieben und das ist in Ordnung so. Aber wir müssen auch wissen, diese Neutralität beschützt uns nicht. Die Ukraine ist ein bündnisfreies Land und wurde überfallen. Und auch das kann ich euch erzählen. Helmut Kohl hat mir das eindeutig 1987 gesagt. Wenn es zu einem Angriff Russlands gekommen wäre, dann wäre auch die NATO in Österreich einmarschiert. Und ich habe gesagt, wie können Sie das machen? Wir sind neutral. Kleine Runde von Journalistinnen und Journalisten. Ziemlich aggressiv geworden. Er hat gesagt, was glauben Sie, wer Sie verteidigt, Ihr Bundesheer? Das glauben Sie doch nicht ernsthaft. Wir verteidigen Sie, wir verteidigen auch die westlichen Werte. Und deswegen, glaube ich, geht es jetzt auch darum, dass wir uns anschauen, was müssen wir jetzt machen, um das zu verteidigen, was auf dem Spiel steht. Und das Stichwort heißt ja neue Weltordnung. Und diese neue Weltordnung, so wie sie Wladimir Putin und auch Xi Jinping wollen, diese neue Weltordnung ist nicht die, die wir wollen. Ganz im Gegenteil. Das, was die Chinesen machen, diese Form von Turbokapitalismus hat mit dem, was wir wollen, mit einer freien Marktwirtschaft, mit freien Menschen, mit freien Medien überhaupt nichts zu tun. Und das müssen wir aufzeigen, das müssen wir jeden Tag sagen. Und ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, aber Hugo Portisch hat sich ja im Gegensatz zu mir immer geweigert, in die Politik zu gehen, aber er hat immer gesagt, man muss schon dem Volk aufs Maul schauen, aber man darf nicht dem Volk nach dem Mund reden. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Die Leute sagen Neutralität, also sagen wir auch Neutralität. Wir sagen gemeinsames EU-Heer, wir sagen gemeinsame Verteidigung. Wir sagen gemeinsame Sicherheit, um diese gemeinsame Sicherheit geht es. Und Wladimir Putin, wenn man sich anschaut, wie er von Anfang an mit seinen KGB-Freunden und anderen Kleptokraten diesen Staat aufgebaut hat, er war auch dazu fähig zu Terroranschlägen. Und auch hier werden wir uns nur gegen jede Form von hybriden Krieg gemeinsam wehren können. Also das, was wir wollen, wir müssen es noch lauter sagen, müssen es deutlich sagen. Frieden, Freiheit, die Wahrung der Menschenrechte, den Rechtsstaat, aber auch den sozialen Zusammenhalt.
Selbstverständlich. Ich weiß, der Gerald wird manchmal kritisiert, aber wenn ich das so sagen darf, wir stehen auch für ein soziales Österreich und für ein soziales Europa. Und ich nutze jetzt ganz kurz, weil die Martina auch da ist, um mich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen im Club zu bedanken, bei den Abgeordneten, aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die es nicht funktionieren würde. Wir haben manchmal die ein oder andere Diskussion, aber letztlich wissen wir, was wir miteinander wollen. Und diese gemeinsame Arbeit, und Martina sage ich, weil das Thema Bildung so wichtig ist, ja, und was da an Vorschlägen kommt, ist das, was auch ein besseres Österreich machen wird. Ein Österreich eben nicht gleich und morgen, aber in dieser Perspektive, die wir hier planen. Und in diesem Sinn auch herzlichen Dank für diese Zusammenarbeit. Ohne die würde es nicht funktionieren. Wir sind Zukunftspartner, wir haben sehr viel vor. Wir wissen, was wir ganz sicher nicht wollen und wogegen wir massiv auftreten müssen. Und wir wissen, dass wir jetzt den Menschen in der Ukraine helfen müssen und diejenigen, die zu uns kommen. Und auf der anderen Seite, wir wissen, was wir wollen. Diesen liberalen Rechtsstaat, die Freiheit für die Bürger, die Möglichkeit, dass jede und jeder sich sein und ihr Leben gestalten können, wie sie das wollen. Und das ist sehr überzeugend und das wird uns noch stärker machen. Und ich sage es noch einmal, uns gemeinsam. Dankeschön.